und Joachim Paul Piraten. Ihre Gastgeber sind Jörg Schönenborn und Sabine Scholt. Guten Abend. Dankeschön. Einen schönen guten Abend. Und herzlich willkommen zur Runde der Spitzenkandidaten. 11 Tage vor der Wahl haben Sie heute Gelegenheit, sich ein Bild zu machen. Wer will was und wer will mit wem? Sie können diese Sendung auch im Netz mitverfolgen und auch mitdiskutieren. Ab sofort auf wdr.de. Vielleicht ist dir die ungewöhnlich freundliche Begrüßung aufgefallen. Ja. Das hat damit zu tun, dass wir kein normales Fernsehpublikum heute Abend hier haben, sondern ein handverlesenes Publikum. Infratest DIMAP, unser Wahlforschungsinstitut, hat nämlich dafür gesorgt, dass die Damen und Herren, die hier sitzen, ungefähr die politischen Verhältnisse unter den Wählerinnen und Wählern in Nordrhein-Westfalen abbilden, damit es fair zugeht heute Abend. Aber zur Fairness gehört auch, dass ein großer Teil der Menschen noch nicht weiß, wen er oder sie wählen soll. Alle Zuschauer sind vor der Sendung auch zu wichtigen politischen Themen befragt worden. Und die für uns und unsere Sendeplanung entscheidende Frage war, welches ist für Sie persönlich das wichtigste, das wahlentscheidende Thema in Nordrhein-Westfalen? Und das sind die Antworten, die Sie uns gegeben haben. Ganz oben stehen die Themen Haushalt und Schulden für 34%, gefolgt von den Themen Bildung und Kinderbetreuung 31%. Und gegenüber der letzten Wahl ziemlich nach unten gerutscht das Thema Arbeitsplätze und Löhne 11%. Und das ist die Agenda, an die wir uns wenigstens in beiden Teilen heute Abend halten wollen. Bevor wir aber zu diesen Themen kommen, würden wir gerne mit Ihnen auch noch über ein anderes Thema sprechen, das viele Tausende, Hunderttausende Menschen jeden Tag in Nordrhein-Westfalen richtig ärgert, die hohen Benzinpreise. Mal eine Frage in die Runde. Wer von Ihnen kann uns sagen, wer hat eine Ahnung, was kostet ein Liter Super heute am 2. Mai? 1,63. 1,69, sagt Frau Kraft? Nee. Anfang 1,60, würde ich sagen. Anfang 1,60? 1,62. Ja, weitere Gebote? 1,60. 1,60. Wir haben nachgeschaut. Ich glaube, das geht alles. Das ist so das Spektrum von Mönchengladbach bis Lembo oder so. Ne? Genau. So 1,60 bis 1,68 im Schnitt war heute der Spritpreis. Ganz schön viel auf jeden Fall. Frau Lörmann, Sie könnten da ja eigentlich ganz zufrieden sein. Die Grünen haben vor mehr als 10 Jahren schon gefordert, dass der Benzinpreis deutlich höher sein sollte. Bei damals 5 D-Mark, haben die Grünen gesagt, müsste er eigentlich liegen. Heute alles gut? Es geht doch darum, wie vertiefen wir und intensivieren wir die Strategie, dass wir wegkommen vom Öl. Und im Grunde wissen wir doch, dass wir nicht mehr genug Ölreserven haben, um auf Dauer den Autoverkehr damit gewährleisten zu können. Deswegen brauchen wir Alternativen, weil wir das Öl etwa für den Bereich der Gesundheitswirtschaft brauchen, für die Chemieindustrie. Und deswegen müssen wir hier umsteuern. Und dafür stehen die Grünen. Also es geht nicht um Freude über einen Benzinpreis, das wäre ja Quatsch. Die Preise sind auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Grünen sind bekanntermaßen nicht in der Bundesregierung. Also ist das ja nicht eine Frage der politischen Steuerung. Ich verstehe, dass sich die Menschen darüber aufregen. Wir müssen Alternativen, nicht nur der Verwendung, Elektromobilität fördern, sondern wir müssen natürlich auch vor allem einen guten öffentlichen Personennahverkehr fördern, damit die Menschen die Chance haben, umzusteigen. Herr Lindner, apropos Bundesregierung, das Kabinett hat heute beschlossen, die Mineralölkonzerne unter stärkere staatliche Kontrolle zu stellen. Eine eigene Behörde soll geschaffen werden, der die Tankstellen dann täglich die Benzinpreise melden, für wie viel sie eingekauft haben und für wie viel sie das Ganze dann wieder abgeben. Wie schlecht steht es denn um die FDP, es war ein Vorschlag Ihres Parteivorsitzenden, wenn sie jetzt mitten im Wahlkampf sogar schon neue Behörden gründen muss? Naja, das Thema haben Sie eröffnet und es ist ja tatsächlich relevant. Im Unterschied zu Silvia Lörmann glaube ich allerdings nicht, dass es zuerst und zumeist mit gestiegenen Rohölpreisen zu tun hat, sondern ich habe den begründeten Verdacht, dass das eine ganze Menge mit den Mineralölgesellschaften selbst zu tun hat hier. Die testen wollen, wie viel Preis wird noch von den Verbrauchern mitgegangen. Da wird also die Elastizität der Nachfrage geprüft und es hat wenig mit den Erzeugungspreisen zu tun. Und deshalb ist es doch richtig, dass wir für eine vernünftige Transparenz sorgen. Ich meine, was heißt denn soziale Marktwirtschaft? Dass es einen Staat gibt, der darauf achtet, dass der Wettbewerb fair ist. Und die Preistransparenz für uns Verbraucherinnen und Verbraucher ist da das wichtigste Instrument.
Frau Schwabe, das ist Ihr Vorschlag. Der Vorschlag der Linken, der geht ja noch deutlich weiter. Wenn es nach Ihnen geht, würden Sie die Mineralölkonzerne enteignen und in staatliche Hand überführen. Gibt es dann am Ende Spritrationen und Einheitsbenzin? Nein, natürlich gibt es anschließend keine Spritration und auch kein Einheitsbenzin. Das, was es gibt, sind Preise, die tatsächlich für die Menschen bezahlbar sind. Wir halten uns da an die Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen. Da steht ja drin, Unternehmen der Grundstoffindustrie sollen in Gemeineigentum überführt werden. Und im Moment ist es ja so, dass die Rohölpreise überhaupt nicht der Grund dafür sind, dass die Preise nach oben gehen. Wir erleben das jedes Jahr vor Ostern. Da steigen die Preise, wenn die Menschen in den Urlaub fahren. Und wir sagen, da muss tatsächlich eine staatliche Kontrolle her. Aber wir sagen langfristig auch, wir setzen natürlich nicht darauf, dass jetzt noch mehr Autos durch die Gegend fahren, sondern auch wir wollen den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Aber im Moment kommt es tatsächlich darauf an, dass die Menschen die Benzinpreise bezahlen können. Und es gibt immer mehr Menschen, die das nicht können. Herr Röttgen, wenn wir beim Thema Benzinpreise sind, dann sind wir auch bei der Pendlerpauschale. Darüber wird immer diskutiert, wenn die Benzinpreise steigen und oder gerade Wahlkampf ist. Die Umweltverbände sagen, das fördert die Zersiedlung, das fördert den Energieverbrauch, wenn man die Pendlerpauschale anhebt. Sie haben sich als Umweltminister trotzdem dafür ausgesprochen. Warum? Weil ich das für ein Gebot der Gerechtigkeit halte. Unsere Antwort auf das Ziel weg vom Öl in der Mobilität heißt nicht, die Autofahrer und die Arbeitnehmer sollen mehr Geld für Benzin bezahlen, sondern unsere Antwort heißt Elektromobilität, heißt neue Technologien und nicht den kleinen Mann schröpfen. Zweitens halte ich es für ein Gebot des Staates, offensichtlichen Missbrauch von Wirtschaftsmacht, darauf hat Christian Lindner eben abgestellt, zu unterbinden. Ich halte es, wir sind uns offensichtlich ja einig, für einen Missbrauch von Macht und den muss der Staat unterbinden. Wenn der Staat das nicht schafft, jetzt ist ein erster Versuch heute gemacht worden, dann finde ich, kann es nicht sein, dass die Ölkonzerne verdienen, dass der Staat verdient mit 19% Mehrwertsteuer und der Autofahrer, der aufs Auto angewiesen ist, wir reden ja jetzt von der Pendlerpauschale, also von dem Berufspendler, dass der in die Röhre schaut und die Zeche bezahlt. Diejenigen, die angewiesen sind auf das Auto, um zur Arbeit zu kommen, die in der Eifel wohnen und in Köln arbeiten, die erleiden Reallohneinbußen von spürbarem Umfang und ich finde, die kann man nicht im Regen stehen lassen. Der Selbstständige, der Dienstfahrten macht, der kann die wirklichen Kosten von der Steuer absetzen und ich finde nicht, dass man den Anwalt besser behandeln sollte als die Anwaltsgehilfe. Lassen Sie uns doch an dieser Stelle mal schauen, was unser Saalpublikum zu dieser Frage sagt. Wir haben die Frage gestellt, sollte die Pendlerpauschale erhöht werden oder nicht? Und hier ist die Antwort unseres Saalpublikums, wie gesagt, nicht repräsentativ. Sollte die Pauschale erhöht werden? Ja, sagen 51% unserer Zuschauer hier im Saal. Nein, sagen 44% der Zuschauer. Frau Kraft, Sie sind gegen die Erhöhung der Pendlerpauschale. Schauen wir uns mal kurz ein Beispiel an. Ein Arbeiter, der täglich von Mönchengladbach, von hier nach Köln pendelt, ungefähr 65 Kilometer sind das. Nehmen wir an, der verdient pro Stunde 15 Euro. Dann braucht er fast einen Tag in der Woche, um die Pendelei bezahlen zu können. Ja. Ist das fair? Nein, ich würde das auch gerne geben. Die Frage ist nur, wo soll man es hernehmen? Das ist ja die andere Frage, die dann beantwortet werden muss. Und dass der Umweltminister das fordert, ist gelegentlich gesagt schon überraschend gewesen. Das darf ich auch noch mal sagen. Ich glaube, es geht in der Tat, da sind wir uns ja einig, darum, dass die Ölkonzerne abschöpfen. Das heißt, man muss das in den Griff bekommen. Und das muss der erste Schritt sein. Ob eine solche Bürokratie dafür aufgebaut werden muss, wie es jetzt Ihre Kollegen tun, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe nach Australien geschaut, wie die das organisieren. Dort geht es um Transparenz, da steht es im Netz, da kann ich mich als Kunde darüber informieren, wie morgen die Benzinpreise sein werden. An den Tankstellen kann mir die günstigste aussuchen. Da kann der Markt, denke ich, eine ganze Menge regeln und das würde auch die Preise noch schneller nach unten bringen. Bei der Pendlerpauschale gilt es dann noch eins zu beachten, nämlich dass ja viele, die auch pendeln müssen, davon gar nicht betroffen sind, weil sie ja erst ab einer gewissen Kilometerzahl gezahlt wird. Und ich glaube, daraus ergibt sich auch, wir haben alle überlegt, bin ich betroffen oder nicht, kann ich davon profitieren, ergibt sich vielleicht auch einige der Unterschiede dort in der Abfrage. Die Piraten, Herr Paul, sind zum ersten Mal heute bei uns am Tisch, weil sie gute Aussichten haben, in den Landtag einzuziehen. Wenn man bei einer Suchmaschine im Internet die Worte Position der Piraten zur Pendlerpauschale eingibt, dann findet man folgende drei ersten Treffer. Erstens, Piratenpartei fordert gerechtere Pendlerpauschale. Zweitens, Piratenpartei gegen Erhöhung der Pendlerpauschale. Drittens, Piratenpartei fordert Abschaffung der Pendlerpauschale.
Alle drei Positionen werden bei Ihnen diskutiert. Haben Sie persönlich eine? Ich habe persönlich eine Meinung dazu, ganz klar. Das zeigt aber auch, dass unsere Partei lebt und dass wir in der Entwicklung weiterer Standpunkte sind. Ich habe gerade mit großer Freude vernommen, dass zweimal das Wort Transparenz ausgesprochen wurde, einmal von Frau Kraft und einmal von Herrn Lindner. Das freut mich als Pirat ungemein, dass das so ist. Wir sind grundsätzlich, was die Benzinpreise angeht, für einen freien Markt. Aber man muss auch darauf schauen, dass die Konkurrenz unter den Mineralölunternehmen transparent geschieht. Und an der Stelle würden wir das befördern. Auf der anderen Seite haben wir aber eine ganz klare Position, was die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs angeht. Da gibt es ein Modellprojekt, was wir in unserem Programm vorgeschlagen haben, was in einer kleineren Gebietskörperschaft in Nordrhein-Westfalen, ähnlich wie in Hasselt in Belgien und Tallinn in Estland, die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs derart vorsieht, dass man sagt, wir probieren es mal ohne Fahrschein. Indem man das auf die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in den Städten, die man ja zusammenbringen will, umlegt. Und das, denke ich, scheint uns eine Lösung, die es zumindest wert ist, mal ausprobiert zu werden. Und wenn dann da Erfahrungen gemacht sind, können wir darüber weiterreden. Und zu meiner Frage, Pendlerpauschale kommt noch. Sind wir noch dran am Entwickeln? Okay, wir warten. Darf man zu dem Punkt vielleicht noch was sagen, weil ich würde da gerne noch mal nachfragen. Ich habe das jetzt mehrfach vernommen, dass Sie gerne einen ticketlosen öffentlichen Personennahverkehr haben wollen. Für mich stellt sich die Frage, wie soll das funktionieren? Ich habe mal nachrechnen lassen, das wären so 4,5 Milliarden, die wir bräuchten, Minimum in Nordrhein-Westfalen, wenn das nicht mehr bezahlt würde über die Tickets. Es geht ja nicht nur um die Tickets. Und da stellt sich schon die Frage, wie soll das bezahlt werden? Sie sagen jetzt hier, durch eine Umlage auf die Bürgerinnen und Bürger. Aber dann schaffen wir doch neue Ungerechtigkeiten. Dann zahlt doch derjenige, der sehr viel verdient, die gleiche Umlage wie derjenige, der wenig verdient, der den ÖPNV gar nicht nutzen kann. Das ist doch eine Schaffung eines neuen Umverteilungsmechanismus, der mir, was soziale Gerechtigkeit angeht, als sehr schwierig vorkommt. Ja, die Piratenpartei hat gesagt, wir wollen es ja nicht gleich für ganz NRW machen, sondern wir wollen es mal ausprobieren. Und da ist, denke ich, ein entscheidender Punkt, wo heute ein falsches Signal gesetzt wird. Wenn Sie in die Stadt fahren und dort in ein Parkhaus gehen, und das ist das falsche Signal. An der Stelle, denke ich, kann man darüber nachdenken, wie man das auf den ÖPNV umlegt. Und Hasselt in Belgien macht das ja mit Erfolg. Die Bürgerinnen und Bürger sind damit sehr zufrieden. Tallinn probiert es jetzt aus. Wir Piraten kopieren gerne. Wir sind der Meinung, wir wollen das erstmal in einer Gemeinde ausprobieren. Und dann schauen wir, was wir mit NRW machen. Sie merken, ich möchte schon gerne noch mal was zur Pendlerpauschale sagen, weil ich verstehe ja die Menschen, die denken, für mich geht es besser aus. Aber ich möchte erinnern, Herr Röttgen, dass als der Vorschlag da war, Ihr Bundesfinanzminister gesagt hat, er versteht nicht, wieso Sie diesen Vorschlag machen, einerseits aus ökologischen Gründen und zum anderen aber auch finanzpolitischen Gründen, weil das ja eine versteckte Steuersenkung ist und man damit mittelbar wieder Land und Kommunen treffen würde. Und über das Thema Schulden sprechen wir ja gleich noch. Also ist das aus mehrerlei Hinsicht kein vernünftiger Vorschlag. Und er hat ja Ihnen gesagt und die Kanzlerin offensichtlich auch, dass Sie das nicht verstehen, wieso Sie hier das Thema Schulden hochziehen wollen und auf der anderen Seite einen Vorschlag machen, der dem Staat und dem Land für wichtige Aufgaben wieder Geld entzieht. Also erklären Sie es uns doch mal. Ja, ich nehme gern die Gelegenheit wahr, dass ich Ihnen jetzt das Gleiche sage, was ich dem Schäuble auch gesagt habe. Ah, wunderbar.